Hey und herzlich willkommen zum Speed Farm Guide 80er, 90er Greater Rifts mit dem Wirbelwind Rent-Barbaren in um die 1 bis 2 Minuten. Wir schauen uns dazu das Bild an, meine Fertigkeiten, welche Details mir wichtig sind und wie das Ganze im Gameplay funktioniert. Gehe mal kurz auf das Equipment ein. Ich habe 5 Teile Zorn der Ödlande mit dabei, erhöht vor allem den Schaden von Zerfleischen und reduziert unseren erlittenen Schaden, während wir Wirbelwind einsetzen. Mantel des Kanalisierens erhöht unseren Schaden, reduziert unseren erlittenen Schaden. Amboss Stolz belegt Gegner automatisch mit Zerfleischen, während wir Wirbelwind benutzen. Armschiene der Nemesis spawnt eben Packs bei Schrein und Pylon, die wir dann töten können und ein bisschen Progress erhalten. Ring des königlichen Prunks haben wir vor allem mit dabei, weil wir nur 5 Teile von Zorn der Ödlande dabei haben und eben den 6er-Set-Bonus haben wollen. Dann haben wir das Klagelied mit dabei, was Gegner mit 2 Stapeln von Zerfleischen belegt und unseren Schaden nochmal erhöht. Der Duft der Zeit, der unsere Pylon-Effekte doppelt so lang anhalten lässt. Die Armschützer der Wahrzecher, wenn wir ein Objekt zerstören, erhalten wir einen Geschwindigkeitsschub. Alternativ, wenn ihr etwas mehr aushalten wollt, könnt ihr Mortix Armschützer mitnehmen, wodurch unser Zorn des Berserkers eben den Effekt jeder Rune erhält. Dann haben wir den Obsidian Ring des Tierkreises für unsere Abklingzeitreduktion. Die beiden Vulkatos-Waffen für unsere Wuterzeugungs-, Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit während des Einsatzes von Wirbelwindes. Jetzt wichtig, der Rächelsring des Diebstahls. Das ist das Item, worum sich dieses Speedbuild dreht. Hier ist es so, wir haben in den sekundären 5,1% Chance pro Treffer, Gegner mit Furcht zu erfüllen. Das machen wir uns zunutze. Lösen das aus und werden einfach 60% schneller. Diesen Wert könnt ihr auch auf dem Kopf haben in den Sekundären. Dann haben wir noch einen Diamanten im Kopf, um eben unsere Abklingzeiten zu reduzieren. Diamanten in Brust und Hose, eben für Widerstände. Hier habe ich den Verderben der Geschlagenen mit dabei, was eben unseren Schaden erhöht, vor allem an Bossen und Portalwächtern. Alternativ kann man auch mit Lichtkranz spielen, damit ist man noch ein bisschen schneller. Dann braucht ihr beim Boss allerdings länger. Deswegen spiele ich lieber mit dem Verderben der Geschlagenen, weil der Boss dann auch recht schnell weg ist. Dann noch den Verderben der Gefangenen, der eben unseren Schaden gegen Gegner nochmal erhöht. Und den Teguk, der eben auch nochmal unseren Schaden erhöht und uns ein wenig Rüstung verschafft. Ja, kurz zu den Fertigkeiten. Wir haben Zerfleischen mit Blutbad mit dabei, lässt unsere Gegner eben bluten. Wirbelwind mit Auge des Sturms, während einem Eilepylon kann euch nämlich die Wut ausgehen, deswegen haben wir die Wuterzeugungsrune. Schmerz unterdrücken mit Tapferkeit reduziert euren erlittenen Schaden und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Kampfrausch mit Grausamkeit erhöht euren Schaden und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Sprint mit Marathon erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Und Zorn des Berserkers mit Wahnsinn, was euren Schaden erhöht. In den passiven Fertigkeiten haben wir Gnadenlos mit drin, was unseren Schaden erhöht. Ein Pfund Fleisch, was unsere Lebensregeneration erhöht und unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Tobsucht, was unsere Stärke erhöht und somit unseren Schaden. Und die Gabe von Vulkatos, was die Abklingzeit vom Zorn des Berserkers um 30 Sekunden reduziert. Kurzer Einwurf, wie ich meine Paragon-Punkte verteile. Ich habe 10% Bewegungsgeschwindigkeit auf den Schuhen, deswegen habe ich mir hier 15% geholt, weil man eben insgesamt 25% haben kann. Für das Leben habe ich einen Richtwert von 700.000. Wenn ich das nicht erreicht habe, investiere ich so lange in Vitalität, bis ich das erreicht habe. Ansonsten investiere ich den Rest an Paragon-Punkten eben in Stärke. Hier würde ich mit der Abklingzeitreduktion anfangen. Anschließend gleichmäßig Trefferchance und Trefferschaden. Zuletzt die Angriffsgeschwindigkeit. Hier habe ich mit Widerstand gegen alle Schadensarten angefangen. Anschließend gleichmäßig Leben und Rüstung und zuletzt die Lebensregeneration. Hier habe ich mit Leben pro Treffer angefangen, Ressourcenkostenreduktion und dann den Goldfundbonus. Flächenschaden verursachen wir nicht, kann zu Lags führen, deswegen habe ich das hier nicht geskillt. Kurz zu den Details, welche mir wichtig sind. Flächenschaden gehört übrigens nicht dazu, weil wir ihn nicht auslösen. Deswegen liegt er bei 0%. Abklingzeitreduktion am besten so hoch wie es geht, damit ihr eure Buffs hier am besten aufrechterhalten könnt. Ihr werdet nämlich ziemlich wenig aushalten und eure Buffs ist das Einzige, was euch am Leben erhält.
Das heißt, am besten so hoch wie es geht, damit ihr eben euch nicht die Erde von unten anschaut. Trefferschaden, Trefferchance am besten auch so hoch, wie ihr es bekommen könnt. Also überall draufrollen, wo ihr es haben könnt. Wichtig nochmal zu betonen, ist eben hier in den Sekundären darauf zu achten, dass ihr Chance pro Treffer Gegner mit Furcht zu erfüllen habt. Beim Rächels Ring des Diebstahls ist es mit dabei. Beim Kopf müsst ihr das eben draufrollen oder eben Glück haben, dass es mit dabei ist. Dann haben wir den zerfleischenden Schaden, welchen ihr eben noch auf den Schultern und auf der Brust haben könnt. Und eben auch, dass physische Fertigkeiten mehr Schaden verursachen, was ihr eben auch auf den Handgelenken und auf den Bluff der Zeit haben könntet. Und in einem 80er schauen wir uns das jetzt mal an. Ihr drückt einfach alles und rennt los. Wenn ihr Glück habt, triggert ihr sofort eure Furcht und seid dann schneller. Kann manchmal ein bisschen dauern, nicht wundern. Aber sonst, wie gesagt, ihr drückt alles und rennt durch. Wenn Packs nicht sofort sterben, lasst ihr sie stehen, sammelt es nicht ein. Geht nicht nochmal zurück. Den meisten Progress macht ihr mit dem Trash. Wenn ihr gerade auf dem Weg seid, ein paar Kugeln einzusammeln, könnt ihr das ruhig noch machen. Aber sonst hält es euch meistens eher auf, wenn ihr extra noch zurückgeht, um eben Kugeln einzusammeln von irgendwelchen Packs. Richtig Spaß macht das übrigens, wenn man in einer Gruppe spielt. Zwei schnelle Barbaren, zwei langsame Klassen, es ist eigentlich egal, ob es Barbaren sind oder nicht. Zwei Barbaren eben mit dieser Speed-Skillung vorneweg und hinten räumen noch zwei weitere auf. So haben wir eben die 90er, würden eben auch 100er schaffen in 90 Sekunden. Das fetzt richtig. Also kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das auch vielleicht mit mehreren Leuten zu machen, wenn ihr da ein paar am Start habt. Macht auf jeden Fall viel Fun. Und sonst, der Speed ist halt einfach geil. Macht super Spaß. Richtig stark ist dieses Bild vor allem, wenn ihr Gegnergruppen habt, die ziemlich aneinander claimen. Die explodieren dann einfach in ihrer Blutexplosion. Das war's erstmal zu meinem Speed-Bild. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne euer Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Und dann erstmal ciao und bis zu einem weiteren Guide.